Also definitiv ja, zudem würde ich es nochmal machen, in jedem Fall auch wieder mit einem Team. Sehr spannendes Thema. Kann ich verschiedene Kanäle testen mit wenigen Budgets. Zu Beginn mit einem kleinen Team führt man das kleine Team natürlich noch selbst. Das ist schon wirklich ein tolles Gefühl auch fürs ganze Team und man kann sich dafür feiern. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zum Thema Gründergeschichten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, nicht nur Fachwissen und Expertenwissen zu teilen, sondern auch Menschen zu bitten, aus ihrem Leben echte Erfahrungswerte zu teilen. Und deshalb begrüße ich heute hier herzlich dich, lieber John, und bedanke mich dafür, dass du nicht nur deine Zeit investierst, sondern dass du auch ein wenig aus deinem Leben berichtest. Und da ich dich einige Jahre schon kenne und auch begleiten durfte in einigen Phasenprojekten, weiß ich, dass du auch mehrere Unternehmen gegründet hast und darüber wollen wir uns unterhalten und dann an dieser Stelle erstmal ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, Daniel. Ich bin gerne da. Danke für die Einladung. Bei dir ist es ja so, dass du schon relativ früh den Traum oder den Wunsch hattest, dich selbstständig zu machen und das interessiert uns natürlich, was dich motiviert hat oder was deine inneren Motive waren, dich selbstständig zu machen. Ich glaube, tatsächlich war es zu Beginn doch noch sehr verwandt mit dem, was es heute ist. Also die unternehmerischen Möglichkeiten, die Visionen, den Markt, den man sieht, die Gegebenheiten, die man ja auch auf den Kopf stellen möchte. Vielleicht auch Sachen, die mich persönlich gestört haben, also insbesondere auch jetzt in meiner jetzigen Gründung oder mich persönlich betroffen haben, mal neu zu denken und aus Kundensicht zu schauen, wie kann das noch funktionieren? Und dann wirklich einfach auch drauf loszustürmen, die eigentliche Möglichkeit haben, dann diese Gedanken und diesen Willen dann auch in die Realität umzusetzen. Das ist das, was ich auch als junger Mensch, als auch heute tatsächlich oft in einer anderen Rolle nicht so stark sehe. Wenn ich jetzt mal das Bild vom Microsoft-Gründer Bill Gates sehe, das hat mich damals auch inspiriert, das waren glaube ich 10, 12 oder 14 Leute, die das Projekt gestartet haben und ganz zum Schluss ist nur er alleine, glaube ich, und noch ein zweiter übrig geblieben. Und wenn ich mich richtig entsinne, war es bei dir auch so, dass du damals ja begonnen hast zu dritt, das heißt, ihr wart glaube ich 3 Gründer und dann ist ja ein bisschen was passiert. Wie hast du diese Phase erlebt oder auch vernommen, wo du gemerkt hast, der erste steigt aus, der zweite steigt aus und jetzt bist du letztendlich alleine übrig geblieben? Ja, spannende Frage, wenn nicht gar die spannendste von allen. Ich glaube, in der ersten Phase, wir waren zu dritt, ja, so, ich sag mal, in der Idea-Stage, die ersten Monate, Quartale. Dann hat sich der Dritte dann für was anderes entschieden, was ganz typisch ist. Das war auch eine Phase, wir waren damals in einem Accelerator-Programm mit also 8 anderen Startups, von denen quasi dann nur ein oder zwei nach diesem Programm noch weitergemacht haben, eben wir und noch eins. Und da hat sich in ganz vielen Teams dann eben auch schon was geändert, es sind neue Mitgründer sogar dazugekommen oder haben sich was Neues entschieden. Das war irgendwie in dieser Gruppendynamik relativ normal. Und wir konnten diese Trennung in dem Sinne, wenn man es so nennen kann, auch relativ leicht überwinden, diese erste, weil das Team einfach noch nicht so stark zusammengewachsen war. Und es gab jetzt ja auch noch kein Produkt in dem Sinne, keine Umsätze, keine Operations, keine Mitarbeiter. Quasi einfach 3 junge Unternehmer mit einer groben Idee, die mal loslaufen. Und der zweite Gründer ist ja dann zu einer späteren Phase raus, nachdem wir quasi schon Produkt, Markteintritt, Operationsaufbau und Teamaufbau hinter uns hatten und den ersten VC oder die ersten beiden VCs bei uns mit an Bord hatten und sich dadurch quasi operativ relativ viel geändert hat bei uns, dass wir uns da sehr einvernehmlich auch zu einer Trennung entscheiden konnten, aber dann eben natürlich auch jetzt nach wie vor schauen, wie wir in die Zukunft gehen. Und wenn du jetzt so zurückschaust in deine Gründung und die verschiedenen Phasen auch, wo du mit deinen Mitgesellschaftern angefangen hast und dann einer und dann der andere ausgegangen ist, würdest du das nochmal machen oder würdest du jetzt lieber gleich alleine starten? Was hast du dafür Erkenntnisse daraus gezogen? Also definitiv ja, zudem würde ich es nochmal machen, in jedem Fall auch wieder mit einem Team. Ich glaube sehr stark an ja, den Team-Effekt, sage ich mal, der klassische Startup-Lehre ja auch, dass man, klar, nobody is perfect und man ergänzt sich einfach sehr gut und man geht einfach durch solche schwierigen Phasen oft im Team einfacher, als man das alleine tut. Auch wenn ich beide Phasen erlebt habe, ich war auch immer mal wieder quasi ja dann eben nach diesen Team-Änderungen allein, habe mich aber immer wohler gefühlt, als ich eben wusste, ich habe jemanden mit dabei, mit dem man sich dann eben auch über schwierige Themen sehr eng austauschen kann und das gemeinschaftlich zu schaffen.
Jetzt ist ja so, du hast ja nicht nach einer langjährigen Karriere, nach Motto Studium, 20 Jahre irgendwie Management oder Vorstand und dich dann selbstständig machen, sondern du hast ja relativ zeitnah nach der Uni dann auch begonnen, dich selbstständig zu machen. Also relativ jung. Wie alt warst du denn, als du dich selbstständig gemacht hast? In der ersten Selbstständigkeit, das war wahrscheinlich noch in der Schule, und kam dann quasi von der Selbstständigkeit hin zum Unternehmen oder zur ersten Kapitalgesellschaft während dem Studium. Ja. Also mit Anfang 20. Also schon ausbildungsbegleitend hast du schon deine ersten Erfahrungen sammeln können. Genau, wobei das zu Beginn im Studium eher wirklich auf Freelance-Basis war, ja, im Sinne des Selbstständigen, weniger stark als Unternehmer. Ja. Und die erste richtige Gründung war dann direkt anschließend zur Uni. Ja, okay. Und was waren da so am Anfang, als du dann die Entscheidung getroffen hast, nicht den klassischen Karriereweg zu gehen, sondern in die freie Wirtschaft zu gehen mit einem eigenen Unternehmen? Was waren da so die wichtigen Lektionen, die du da gelernt hast, wo du sagst, also wenn jemand jetzt kurz davor steht, sich auch selbstständig zu machen, wo du sagst, das sollte dem anderen möglicherweise nicht passieren? Ich glaube, unabhängig des Alters, also ich würde heute mit dem gleichen Elan und der gleichen Freude rangehen, natürlich mit einem anderen Erfahrungsschatz. Ich kann oder konnte auch zu keiner Zeit eigentlich bereuen diesen Weg und kann deswegen von meiner persönlichen Geschichte eigentlich nur empfehlen, wenn der Wunsch da ist, dann sollte man es auch tun. Jetzt hast du ja im Rahmen eures Wachstums, ihr habt ja mehrere Unternehmen ja gegründet. Das erste, glaube ich, das hat sich relativ schnell erledigt, das zweite auch. Und dann gab es ja eine kleine, war das eine Evolution, eine Weiterentwicklung oder war es jedes Mal was Neues, bis du letztendlich den großen Erfolg dann für dich auch gefunden hast? Wie war da so die Abfolge? Würdest du sagen, es war einer Schnur oder was hat zu diesen Veränderungen geführt? Ich glaube, ich habe wirklich verschiedenste Branchen und Geschäftsmodelle mal ausprobiert mit einer relativen hohen Geschwindigkeit, würde ich schon auch sagen, um einfach ja zu lernen, zu verstehen, was funktioniert und wie es funktioniert und wie ist die grundsätzliche Herangehensweise. Und was wir jetzt machen mit Seniovo, ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung oder eine Evolution tatsächlich aus dem Unternehmen davor. Es ist sogar die gleiche Entity, also es ist die gleiche GmbH, die wir umgenannt hatten. Wir haben quasi nur leicht die Zielgruppe und das Produkt geändert. Und dadurch im Endeffekt auch das ganze Unternehmen. Ja, ist ja immer in diesem Business Model Canvas. Du hast eine andere Zielgruppe, du hast ein anderes Produkt oder irgendein kleiner Baustein und auf einmal ändert sich alles so ein bisschen. Ja, das klingt ja so ein bisschen wie auch die Reise von Christoph Kolumbus. Der ist ja aufgebrochen von Spanien und wollte dann Indien erreichen und angekommen ist er ja ganz woanders. Und das klingt ja bei euch oder bei dir auch so. Ihr habt eine Firma gegründet und dann habt ihr angefangen und dann gab es eine Veränderung und dann ist etwas völlig Neues entstanden, was vorher gar nicht so geplant war. War das so oder wie war das? Absolut, genau so. Also wir wollten zuerst irgendwas im Handwerk digitalisieren und haben dann verschiedene Wertschöpfungstiefen kennengelernt. Also in unserem Fall kann man speziell eben Kunden gewinnen online, diese Kunden vermitteln. Man kann aber auch sehr, sehr tief in die Wertschöpfung reingehen, also selber quasi ein Handwerksunternehmen gründen. Das sind so eine der Stellschrauben, aber auch im Bereich, welche Kunden hat man, welche Produkte dann genau, welche Gewerke, welche Kanäle, die man sich bedient. Ist ein B2C-Modell oder ein B2B-Modell? Und da ganz konkrete Klarheit zu haben, das war am Anfang quasi grob klar, hat sich aber wirklich die letzten Jahre immer wieder so stark geändert, dass ich definitiv das so bejahen würde, wie du das gerade ausgedrückt hast. Also wir sind erstmal mit einer groben Idee rangegangen oder einer Vision, das zu machen und haben dann durch mehrere kleine Adjustierungen, kleine Pivots das Produkt und das Unternehmen dem marktgerecht geformt. Ja, also kann man schon so sagen, dass ihr mit einem Schiff zu Wasser gegangen seid, seid losgefahren und habt dieses Schiff dann auf dem Wasser, auf dem Weg umgebaut, erweitert, verbessert, optimiert. Und dabei sind euch ja dann auch in der Zwischenzeit einige Alleinstellungsmerkmale auch gelungen. Was würdest du denn sagen, was so das Besondere war, was ihr entwickelt habt, was euch abgrenzt von anderen Mitbewerbern? Also wir sind nach wie vor quasi der Einzige in dem, was wir genau tun. Also wir beraten Pflegebedürftige zu Badumbauten und wickeln diese dann auch ab. Ja. Das hauptsächliche Alleinstellungsmerkmal ist, dass diese Umbauten tatsächlich ab 0 Euro stattfinden können, dadurch, dass wir zu Fördermitteln beraten und diese Fördermittel eben auch beantragen und auch entsprechend abrechnen. Ja.
und das alles quasi in einer digitalen Plattform, dass der Kunde die größte Convenience und das beste Produkt bekommen kann. Ja, das klingt für mich ja schon so, als dass ihr auch eine Zielgruppe erreicht, die ja doch schon ein bisschen älter ist. Also wenn jetzt Pflegebedürftige, also auch Senioren, eure Firma heißt ja auch Seniovo, als Zielgruppe erreicht wird, denkt man vielleicht ja am Anfang nicht so, dass die alle im Internet unterwegs sind. Aber ihr schafft es ja, die zu erreichen. Wie habt ihr das geschafft oder wie sind da eure Erfahrungen? Auch das war, denke ich, eine Evolution. Also wir haben tatsächlich zuerst gelernt, sind es wirklich die Pflegebedürftigen selbst, also die Betroffenen, oder ist es der Pflegehaushalt mit beispielsweise den Angehörigen, die oft natürlich bei so einer Entscheidung involviert sind, die dann sehr wohl digital affin sind. Es gibt aber eben auch andere Akquisewege, wie erreicht man genau jetzt Senioren oder insbesondere sogar Pflegedienste, ja, über Vermieter oder über den Pflegemarkt, über aus unserer Sicht solcher B2B2B-Player. Und es gibt natürlich auch Marketingkanäle, die jetzt ein älterer Mensch oder andere Zielgruppen konsumieren. Ja, und welche Rolle spielt in eurem Geschäftsmodell das Internet jetzt ganz konkret als Kanal? Schon eine zentrale Rolle, also den Großteil unserer Kundenanfragen generieren wir tatsächlich online. Okay, und gibt es da bestimmte Erkenntnisse, Erfahrungswerte, wo du sagst, wenn ein Neugründer da an den Markt herantritt, worauf er da achten sollte? Also würdest du sagen, das ist der Hauptkanal oder ist es ein wesentlicher Kanal? Lohnt es sich überhaupt jetzt noch einzusteigen und Kunden übers Internet zu gewinnen? Wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis? Ja, sehr spannendes Thema. Habe ich mich auch immer wieder mit beschäftigt. Mit einer tollen Philosophie oder Methodik namens, der Erfinder hat das so genannt. Das Buch heißt auch so Traction, kann ich nur empfehlen. Mit der man quasi verschiedenste Traction-Channels oder Marketing-Kanäle testen und evaluieren kann, ob sie was sind. Nach eigentlich immer den gleichen Metriken, sozusagen ist der Kanal groß genug, kriege ich günstig genug Kunden generiert im Verhältnis zum Customer Lifetime Value, also zum Umsatz. Und mit dieser Methodik, die nennt sich dann Bullseye, kann man sehr schnell rausfinden, mit wenigen 100 Euros, also vor allem im Online, kann ich verschiedene Kanäle testen mit wenigen Budgets, um zu schauen, wie groß ist die Reichweite, wie funktioniert dieser Kanal groß, was zahle ich jetzt, was glaube ich, kann ich vielleicht nach so einem erfolgreichen Test auch bezahlen pro Kunden, wenn ich das mal optimiert habe. Deswegen sind vor allem natürlich die Online-Kanäle dafür prädestiniert, sehr schnell zu testen, sehr günstig zu testen und zu iterieren. Und auch eine Menge dabei natürlich zu lernen. Ja, allein, dass man sich mit Keywords beschäftigt, sich mit der Kundengruppe, mit dem Traffic beschäftigt, dabei auch den Markt kennenlernt, auch andere Marktteilnehmer kennenlernt. Ja. Ist deswegen ja immer das allererste, denke ich, was man machen kann. Wobei wir bei unserem Geschäftsmodell tatsächlich, wie du gefragt hast, tatsächlich beides machen mussten, einfach weil die Zielgruppe verhältnismäßig wenig online ist. Ja. Und tatsächlich, wir jetzt noch glauben, mit großen Partnerschaften, die wir inzwischen auch haben, mit großen Vermietern oder Wohnungseigentümern beispielsweise, auch einen gewissen Login-Effekt zu erzielen im Markt, also nachhaltige Kundengenerierung auch zu schaffen. Ja, also sowohl physische Offline-Netzwerke als auch die Online-Kanäle zu nutzen, das ist bei euch ein Mix sozusagen. Genau, ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell, dann wirklich eben pro Produkt und pro Markt, und man muss sich das Korsett raussuchen, was man bedienen kann und was funktioniert. Das ändert sich dann so ein bisschen mal. Bei uns hat sich eben auch ein bisschen geändert. Zum Beispiel heutzutage, 5 Jahre danach oder 4 Jahre danach, ist das Online-Lead-Volumen, das Online-Suchvolumen extrem gestiegen, also um Faktor 4 oder Faktor 5. Einfach klar, weil wir einen demografischen Wandel haben und auch die Digitalisierungswelle im klassischen Sinne. Also es gibt einfach mehr Internetanschlüsse jetzt wirklich auch in Haushalten als noch vor 5 oder 10 Jahren, vor allem eben bei älteren Haushalten. Das hat uns da schon auf jeden Fall im Online-Bereich, denke ich, unterstützt. Und das ist, denke ich, auch immer, also auch heute noch immer wieder der Grund, sich zu hinterfragen, kommen wir mal in eine Phase, wo sich jetzt wieder ein anderer Kanal doch nochmal lohnen kann. Ja. Also wir machen zum Beispiel auch Printmarketing in großen Tageszeitungen, haben das schon relativ früh begonnen. Ja. Machen aber zum Beispiel noch keinen TV. Ja. Einfach weil, klar, natürlich Reichweite und Preis im Vergleich zu Online-Kanälen schon einen höheren Streufaktor haben, dadurch in der Regel eher teurer sind. Ja. Und schwerer auch zu messen. Und auch noch so einen Folgeeffekt haben im Bereich Brandaufbau oder Empfehlungen. Und je größer und älter das Unternehmen wird, in der Regel beschäftigen
man sich immer mehr dann quasi mit diesen größeren oder teureren oder reichweitenstärkeren Kanälen. Ja. Das denke ich schon so der über alle Unternehmen statistisch hinweg der klassische Weg. Man beginnt quasi online, schaut bei Google AdWords sich idealerweise am schnellsten an, was kann ich darüber an Traffic generieren und testet und schaut dann nach und nach perspektivisch auch, welche größeren Kanäle kann ich noch angehen. Ja, und gerade weil du gesagt hast, dass solche klassischen, traditionellen Medien recht teuer sind, da habt ihr auch einen interessanten Deal damals geschlossen. Ich weiß nicht, ob du den mitteilen möchtest oder... Grundsätzlich schon zur Mechanik. Klar, da gibt es solche Media-for-Equity-Deals oder auch Revenue-for-Equity-Deals. Ja. Das bedeutet, dass große Medienhäuser oder Konzerne bereit sind, gegen Unternehmensanteile Medialeistungen zur Verfügung zu stellen. Ja. Mit denen schließt man dann einen zum Beispiel Medienleistungsvertrag über ein gewisses Volumen. Ja. Und bekommt dann auch vergünstigt in einer gewissen Rabattstufe, ähnlich wie der Großkonzern, auch wenn man sich das normal nicht leisten könnte, eben diese Media zur Verfügung gestellt. Und ja. Wenn eben das gut funktionieren kann, gut passen kann, dann kann das auch in frühen Phasen sinnvoll sein. Ja. Dann hast du ja dieses Buch Traction angesprochen. Das hört sich ja für mich so ein bisschen an wie so ein Angler, der dann auf eine Seenlandschaft kommt, der gar nicht genau weiß, wo sind überhaupt Fische, welche Fische und worauf beißen die. Und dann testet man so ein bisschen aus verschiedene Ködersorten und schaut dann, wo welcher Fisch anbeißt und ob sich das lohnt. Habe ich das so richtig verstanden, oder? Absolut, ja. Also vor allem eben zwischen den verschiedenen Growth Stages macht das, denke ich, sehr Sinn. Also vor der Gründung, wenn man wirklich den Kunden und den Markt noch nicht genau kennt, sich zu überlegen, ähnlich wie wir das jetzt ja gerade schon fast durchgesponnen haben, welche Medien werden dann konsumiert? Vielleicht der digitale Leser von einer Tageszeitung ist vielleicht eher eine junge Zielgruppe oder eine digitale Zielgruppe und andere als die Printleser. Ja, aber diese Überlegung führt man quasi in der Mechanik schon auch durch und wählt dann quasi systematisch die passendsten Kanäle, wo man mit einer Logik oder seinem ersten Marktgespür diese Kanäle promotet, um die dann aber eben auch systematisch zu testen, zu evaluieren, um nicht der Gefahr quasi der vermeintlichen Allwissenheit oder Betriebsblindheit zu erliegen und zu denken, oh Gott, das und das klappt eh nicht oder kann ich nicht, sondern eben zu sagen, hey, wie kann ich zum Beispiel in einem Monat 3 Kanäle mit jeweils 500 Euro Budget kennenlernen, testen und glauben, hey, cool, da habe ich jetzt was gefunden, das macht der ganze Markt noch nicht. Ja. Keiner nutzt meinetwegen YouTube-Videos oder irgendwas anderes. Hm. Wir aber schon und schaffen es damit quasi auf die nächste Wachstumsschwelle oder auf den nächsten Milestone der Firma. Ja. Jetzt seid ihr gerade in der Anfangsseite doch relativ schnell gewachsen. Also ihr wart am Anfang dann zu dritt, dann auf einmal zu zweit und dann kamen Mitarbeiter dazu, dann habt ihr Investoren gefunden und dann ging ja doch relativ schnell die Größe des Teams nach oben. Wie hast du das dann persönlich erlebt? Wie groß ist dein Team jetzt? Also was war so die Obergrenze, wo du mit verantwortlich warst? Und was hat es mit dir auch als Mensch gemacht, so viel Führungsverantwortung auch zu haben? Also wir sind jetzt 40 Leute, davon ein paar Moteure. Wir waren im Peak, glaube ich, 50. Und ich glaube, wir hatten sehr früh begonnen, quasi gerade erste Mitarbeiter, Praktikanten, Supporter mit ranzuziehen, weil wir jetzt zu einer operativen Abwicklung, die wir sehr früh begonnen haben, auch relativ schnell Unterstützung benötigt haben. Ne? Ja. Und dann quasi als Gründer, Duo oder Trio nicht alles schaffen konnten. Ich glaube, das lag an der grundsätzlichen Herangehensweise, dass wir eben vor oder mit Gründung oder fast schon vor Gründung quasi direkt Umsatz erzielen wollten und auch erzielt haben, um quasi einfach zu lernen, wie funktioniert das und dann anschließend Produkt und Prozesse darum zu bauen. Deswegen war das für uns quasi von Beginn an eine relativ hohe Gewöhnung daran. Aber natürlich, klar, kamen dann irgendwann die ersten Teamleiter oder Abteilungsleiter oder Geschäftsführer und Promotions von verschiedenen Mitarbeitern dazu, um die Firma einfach so auch aufzubauen, dass sie nicht komplett alleine jetzt von den Gründern abhängt, sondern an sich funktioniert. Im schlimmsten Fall, wenn einer der Gründer mal im Urlaub ist oder mal krank ist, oder ein Projekt hat wie Fundraising, das im Endeffekt das operative Geschäft dann nicht sofort in Abhängigkeit gerät. Ja. Und wie war das für dich so als Person? Also du hast ja auch eine Reihe von Konflikten auch erlebt, viele Erfolgserlebnisse auch erlebt. Was waren da so deine Lektionen oder auch Erkenntnisse heraus, was du, wenn du jetzt mal neu starten müsstest, vielleicht anders machen würdest, was für unsere Hörer und Zuschauer auch interessant sein könnte? Ja, mehrere Fragen. Also was habe ich gelernt und was würde ich anders machen? Also ich glaube schon trotzdem, dass diese Teamführung und der Unternehmensaufbau selbst
mit die größte Kunst ist, um entsprechend, klar, natürlich auch Mitarbeiter zu gewinnen, die motiviert sind, die qualifiziert sind, die nachhaltig dabei bleiben und mit die Firma aufbauen möchten und partizipieren können, natürlich auch, also von der Kultur, von Karriereoptionen, davon was zu bewegen und da gemeinschaftliche Kultur zu schaffen. Das ist, denke ich, schon das Wichtigste. Es ist auch so, dass das sich vielleicht nochmal gestärkt hat im Laufe meiner, meiner Gründer- oder Geschäftsführererfahrung, auch zeitbedingt. Ja, also zu Beginn mit einem kleinen Team führt man das kleine Team natürlich noch selbst und hat so viele operative Aufgaben, dass auch weniger Zeit für die eigene Führung bleibt als später. Das heißt, ich habe mich dann begonnen, mit jedem Jahr intensiver damit zusammen oder auseinanderzusetzen. Ja, wie du sagst, war natürlich da auch Konflikte dabei. Das ist, denke ich, das ist Spannende, ja, diese Konflikte ja, entsprechend dann auch zu lösen und zu nutzen, persönlich zu wachsen und das Unternehmen allerdings auch dadurch auch solider auszustellen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass sowas, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, zu einer Trennung führen oder zu einem ganz veränderten Aufgabenbereich oder zum anderen Rollenverständnis, dass man sich tief auseinandersetzt zueinander. Und das Wichtigste dabei ist, denke ich, schon das einheitliche Wertesystem, dass man darüber einfach sehr, sehr klar kommuniziert, immer wieder kommuniziert, die Vision kommuniziert und ein gemeinschaftliches Ziel hat, das man gemeinschaftlich verfolgt. Das hat uns dann immer wieder zusammengebracht. Auch wenn mal der eine, hey, fachlich die oder die andere Meinung haben, die diametral auseinandergehen können, ist es im Endeffekt genau das, was ich persönlich auch glaube, was erfolgsentscheidend ist, diese diametralen Meinungen eben zu nutzen, um nicht eine Einzelmeinung quasi immer nur hinterher zu laufen. Jetzt ist es ja so, wenn man als Angestellter in ein bestehendes Unternehmen kommt, da gibt es ja alle Abteilungen. Da gibt es Sales-Abteilung, Marketing, Personalabteilung, Finanz, Buchhaltung und so weiter, Operations und Legal. Und bei euch war es ja so, als ihr angefangen habt, war nichts da. Heute gibt es fast alle Abteilungen. Das bedeutet ja für dich, dass du ja einen gewissen Prozess auch als Person durchlaufen musst, das alles dann irgendwann in einer gewissen Abfolge, aber auch anderer Seite Gleichzeitigkeit abzubilden. Wie hast du diese Phase erlebt und was sind so ja, deine Tipps daraus für diejenigen, die jetzt anfangen? Also tatsächlich diese Gleichzeitigkeit, das ist, glaube ich, so ein Credo, also insbesondere jetzt eben der Venture-Szene. Dadurch, dass sich das Unternehmen so rasant entwickeln soll und das Gründerteam das auch möchte und immer wieder treibt, entwickelt sich eben parallel Unternehmensbereich, operative Prozesse, Strategien, Geschäftsmodelle und Produkte parallel quasi weiter. Und das natürlich ein bisschen zu manövrieren, ist, denke ich, schon notwendig, dass man nicht zu viele Projekte gleichzeitig angeht. Dort eine richtige Blaupause zu haben, wie gehe ich mit dem Teil Creative Chaos, den das ja wirklich auch braucht, umzugehen, gibt es, denke ich, nicht. Das findet jeder für sich so ein bisschen selbst. Also tatsächlich geht in frühen Gründungsjahren, denke ich, nichts, um auch wirklich viel selbst hands-on zu sehen und hands-on zu machen und viel auch Arbeitszeit und ja, Enthusiasmus und Liebe in das Unternehmen zu stecken und sehr tief drin zu sein. Und ist aber trotzdem ein guter Punkt. Ich glaube, ich habe jetzt schon noch am meisten die Rolle auf, genau darauf zu achten, dass man oder wir uns im Unternehmen nicht zu stark verzetteln in Einzelthemen und wieder den Pfad zurückfinden. Quasi auch, oh, jetzt ist gerade mal eine operative Herausforderung oder ein Mitarbeiter krank oder Corona oder eine andere große operative Herausforderung, dass wir trotzdem eben es schaffen, an den strategischen Zielen zu arbeiten. Also ein Beweis dafür wieder, dass man das schaffen kann, viele Sachen auch gleichzeitig aufzubauen, weil es ja keinen Sinn macht, erstmal 3 Jahre lang Marketing zu machen, dann 3 Jahre Finanzen, dann 3 Jahre Sales und dann 3 Jahre Legal. Dann ist die Firma natürlich genauso tot wie ein Körper, wo die Organe ja auch nicht gleichzeitig dann vorhanden sind und auch dann stirbt. Ja. Das ist schon richtig. Also ein paar Bälle muss man schon jonglieren, glaube ich persönlich. Jetzt habt ihr euch ja für auch noch einen speziellen Weg der Unternehmensgründung entschieden, wo du ja noch einen weiteren Ball, ich glaube, du warst ja auch hauptsächlich immer verantwortlich dafür bei der Unternehmensfinanzierung. Es gibt ja die eine Möglichkeit, dass man mit Eigenkapital startet und vielleicht Fremdkapital, was man zurückbezahlt, dafür gehört einem die Firma. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, dass man mit wenig Eigenkapital, ihr habt eine ganze Menge, glaube ich, auch investiert, aber ihr habt ja kein Fremdkapital als Darlehen aufgenommen, sondern Investoren reingenommen.
Ja, was waren denn deine Gründe oder eure Gründe damals dafür und wie hast du das erlebt, diesen Weg mit Investoren zu gehen, die ja doch schon mal häufiger anrufen als vielleicht ein Banker und dann mal fragen, wie sind die Zahlen? Ja, natürlich auch ein grundsätzlich so ein spannendes Thema. Für uns war relativ schnell klar, dass wir auch Investoren mit an Bord nehmen möchten, weil wir das Thema so groß und spannend fanden und einfach was bewegen wollten. Und, richtig dran gezweifelt habe ich ehrlicherweise nie, auch wenn es bestimmt mal andere Meinungen gibt oder Reportingpflichten. Es liegt auch, glaube ich, aber daran, dass wir einen wirklich sehr wohl ausgesuchten Gesellschafterkreis haben, einen sehr erfahrenen Gesellschafterkreis, die lange in der Venture-Szene auch sind und deswegen sehr kompetentes Feedback geben können und sich sehr gut auch immer in die Phase des Unternehmens hineinversetzen können. Das ist, denke ich, teilweise auch ein bisschen Glück, klar. Ja, wir hatten da vielleicht einen guten Riecher und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Ein bisschen Glück gehört, denke ich, auch dazu. In unserer konkreten Situation ist es für uns die richtige Entscheidung. Und sie wird uns auch noch weitere Möglichkeiten bieten. Und deswegen, ja, fand ich das erstmal in dem Sinne durchwegs positiv. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, also auch persönlich mal ein profitables Geschäftsmodell zu gründen oder mit einer Finanzierung oder mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten. Das heißt nicht, dass es für mich jetzt nur das Entweder-Oder gibt. Ich denke, das ist wirklich geschäftsmodell- und marktabhängig und auch die persönliche Situation, die damit wirklich reinspielt in diese Entscheidung. Das kann sein, dass ich bei einem anderen Unternehmen, wenn ich mal in Zukunft nochmal ein neues Unternehmen gründen sollte, diese Entscheidung anders treffen würde. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur finanzielle Investoren, sondern auch welche, die so strategisch euch mit Rat und Tat auch beratend zur Seite stehen, oder? Ja, absolut. Also einerseits aus diesem Venture-Bereich, also aus dieser typischen VC-Startup-Szene haben wir sehr erfahrene Investoren mit dabei. Wir haben auch einen strategisch sehr wertvollen Investor, den wir als klassischen Stratege mit einem Venture-Arm angesprochen hatten, die mit uns sehr eng operativ zusammenarbeiten und unsere Produkte, die wir verbauen, herstellen. Wir haben dann eben natürlich den Media-Investor, mit dem wir schon gesprochen haben. Zu Beginn hatten wir klassische Startup-Business-Angels angesprochen und mit an Bord genommen, die quasi selber die letzten Jahre in dieser Phase waren und Verwandte oder auch nicht verwandte Geschäftsmodelle gegründet hatten. Also tatsächlich, die allerersten hatten, glaube ich, gar nichts mit der Branche zu tun. Die kannten sich einfach quasi mit Internet und Plattform und Startup aus und hatten quasi dort ein Netzwerk und hatten eine Menge operativer und Management-Erfahrung. Später haben wir dann Leute dazugenommen, die dann eben auch spezielle Branchen oder Fachkenntnisse hatten, mit sich brachten oder spezielle Netzwerke oder Türen dann auch öffnen könnten. Ihr habt ja eine ganze Reihe von Finanzierungsrunden jetzt, die du ja mit hauptsächlich auch gestaltet und geleitet hast. Wie viele Finanzierungsrunden habt ihr dann durch, circa? Was würdest du sagen? Im Endeffekt waren das vor allem eben, wenn man so will, mehrere Business Angels Runden in der ersten Unternehmensphase. Und dann hat sich das so ein bisschen konsolidiert. Ja, und da könnte man jetzt ja jede einzelne Angel-Runde aufführen, dann sind es irgendwie mehr. Wenn man die mal zusammenpackt, dann ist es ein bisschen weniger. Und dann gab es eine klassische Seed-Finanzierung mit zwei VC-Fonds und eine Series A-Finanzierung und dann eben die Beteiligung von einem großen Strategen. Und was schätzt du, wie viele Gespräche hast du da ungefähr geführt? Weil viele denken ja, ich muss den einen finden und dann ein Gespräch und dann klappt's gleich. Und auf der anderen Seite gibt's ja die Geschichte von Walt Disney, der über 300 Banken ja angesprochen hat, bevor die 304. oder 305. Bank dann zugesagt hat. Wie war's denn bei dir, so die Quote? Ja, krasse Nummer. Ich glaube, so viele, na gut, wenn man mal alle jemals in seinem Leben zusammenzählt vielleicht, aber so viele waren es, glaube ich, dann nicht. Also in der Regel haben wir so eine Art Longlist gebaut von Investoren oder Investorengruppen, die quasi zum Produkt und Markt gepasst haben und zur Unternehmensphase. Und daraus eine Shortlist abgeleitet oder eben auch ja unser Netzwerk angefragt, könnt ihr spezielle Leute empfehlen quasi. Und diese Shortlist dann angesprochen, also auf unserer Longlist sind dann vielleicht so um die 100 Investoren drauf. Wirklich ansprechen wird man dann ein paar Dutzend. Ja. Je nachdem, wie auch das Feedback jetzt am Anfang ist. Ich glaube, in einer Runde haben wir aber wirklich mit sehr langem Atem das auch mal probiert und in mehreren, mehreren Schwüngen, in mehreren Wellen die Ansprachen gemacht. Kam also auf mehrere oder viele Dutzend Ansprachen dann zumindest. Ja.
Also schon mehr als 100 Gespräche oder waren es weniger? In Summe würde ich das so auf 100 Gespräche, sage ich mal, über alle Runden verteilt bewerten. Ja, das ist, man kann sich das mit so einer Conversion Rate im einstelligen Prozentbereich auch irgendwie ganz gut denken. Es kommt aber natürlich schon auch auf den persönlichen Erfahrungsschatz an oder wie gut kennt man auch natürlich Investoren. Ja, wenn man jetzt manche Investoren wirklich schon seit Jahren kennt, weiß genau, das ist jetzt super spannend für die, dann braucht man vielleicht auch wirklich mal nur die 5 ansprechen, da sagen gleich 1, 2, hey, ja, super, ja, aber oft ist es ja dann eben auch so, gerade in der Gründungsphase, wenn das Netzwerk noch nicht so groß ist, dass man das eben erstmal lernt, welche Investorengruppen investieren, in welcher Phase, was genau sind die kritischen Fragen und gerade ganz am Anfang nehmen die natürlich auch schon erstmal das Pitch-Deck oder die Strategie ein bisschen auseinander und man überdenkt sich natürlich auch noch so ein paar Themen. Was hast du so an kritischen Fragen erlebt bei den Gesprächen oder was war so die kritischste? Also ich denke, es gibt ja immer, sag ich mal, so das klassische Korsett, was man wissen will. Ist der Markt groß genug? Ist das Produkt skalierbar genug und kriegst du das Team hin? Das sind, denke ich mal, so mit die wichtigsten Themen. Wirklich kritisch ist es, glaube ich, im Detailbereich dann auch oft. Also unser Geschäftsmodell war, glaube ich, lange sehr klar. Wir haben einige Punkte, der Markt war sehr klar. Das ist dann wirklich sehr individuell. Unser Markt ist da, wächst nachhaltig. Unser Produkt ist irgendwie so ein bisschen so ein No-Brainer. Man kriegt halt 4.000 Euro von der Pflegekasse, baut dafür das Bad um für umsonst. Das ist irgendwie klar, dass es eine mega Hilfe ist für den Kunden, deswegen Problem, Lösung zu erklären, fällt bei unserem Produkt sehr leicht, genau wie der Markt. Das ist eben bei manchen neuartigen Ideen auch schwieriger, erstmal zu zeigen, was macht ihr, welches Problem löst denn jetzt wirklich? Ja, dann scheitern tatsächlich dann schon einige Pitches, wenn irgendwie eine Produktidee toll ist, aber die halt irgendwie nichts mit der Realität zu tun hat, weil vielleicht noch das Marktfeedback fehlt. Ja. So, das war bei uns deswegen, glaube ich, immer so der leichteste Teil, schwieriger. Bei uns speziell war dann das zu beweisen, was wir dann auch geschafft haben, wie sind wir speziell skalierbar. Dadurch, dass wir was mit Hardware oder Operations und Handwerk zu tun haben, aber jetzt eben nicht der regionale Handwerksbetrieb sind, sondern eben ein Partner-Hub, eine Plattformökonomie, die Online-Leads generieren kann oder eben über große strategische Partnerschaften Marktzugänge hat, der kleine Handwerker nicht immer hat. Ja. Und eben dieses Fördermittelgeschäft dann eben auch skalierbar betreiben können. Ja. Das quasi immer wieder nachzuweisen, auch in KPIs, das ist dann, denke ich, die entscheidende Sache. Ja. Gibt es ja eine ganze Reihe von verschiedenen Arten von Investoren, also einmal, weiß nicht, Fools, Friends and Family, so aus dem persönlichen Umfeld, dann gibt es die Crowd-Plattformen, Companisto oder Centurio Arena beispielsweise, dann gibt es dann Beteiligungsgesellschaften, es gibt Business Angels, die sich noch persönlich beteiligen wollen, noch mitreden wollen, mitarbeiten wollen und dann gibt es natürlich die finanziellen Investoren oder andere Unternehmen, die sich sogar dann strategisch beteiligen. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus die liebsten Investorenarten gewesen? Also es ist auch wieder sehr individuell. Es hängt natürlich an Personen und an den Fonds oder den Strategen, mit denen man zusammenarbeitet, als auch am Team und dem Produkt, denke ich, was Sinn macht. Ich hatte ja den klassischen Weg schon beschrieben. Wir hatten mit Business Angels quasi die Pre-Seed-Runden gemacht. Wir hatten noch vom Accelerator quasi, so das allererste Ticket war quasi so eine Art Gewinn von diesem Acceleratorenprogramm, das wir mitgemacht hatten. Ich fand das alles sehr wertstiftend, also gerade dadurch, dass wir quasi auch das erste Venture, beide Gründer damals so gemacht hatten, noch keine nennenswerte Venture-Erfahrung davor hatten, war das wirklich toll. Einfach weil der Accelerator-Gründer oder der erste Business-Angel, der da mit dabei war, die Erfahrung, den Markt kannte und wir so viel gelernt haben jetzt von den anderen Startups auch, den anderen Gründern, auch von Business-Angel-Investoren, allen Stakeholdern, die kamen, zu pitchen, Feedback gegeben haben. Das war schon wirklich prägend und eine richtige Druckbetankung an einzelnen Tagen mit Feedbacks von positiv bis negativ. Die sehr prägend war, denke ich. Ja. Und auch dann eben die Beteiligung dann von dem ersten Business Angel und seinen Partnern, die uns am Anfang schon sehr viel gezeigt haben und Feedback gegeben haben, uns immer wieder geformt haben auf den richtigen Weg. Das fand ich sehr, sehr wertvoll, muss ich sagen. In der späteren Phase haben wir nicht mehr so oft mit denen gesprochen und sprechen jetzt irgendwie nicht mehr oft mit denen zu fachlichen Themen. Eher zu Dingen, wo sie halt, weil sie die Firma jetzt noch am längsten kennen, immer wieder immer ihr Feedback abholen möchten. Manche sitzen davon auch im Beirat. Ja.
Dafür sind natürlich jetzt klar die anderen Gesellschafter vielleicht mehr im Vordergrund geraten, weil die die Board-Seats haben und vielleicht auch mit bei der Runde mithelfen können oder die Erfahrung haben in Financials oder Legal-Themen und zur strategischen Ausrichtung der Firma. Ja. Also ich glaube tatsächlich, wir haben in jeder Unternehmensphase sehr viel profitiert von den Gesellschaften, die wir reingeholt haben. Jetzt hast du eine ganze Menge auch Krisen durchlebt. Ich habe dich ja da eine Zeit lang auch begleiten dürfen. Und das war bei dir ja auch so, dass dann nicht ein gemachtes Nest gab und alles war schön und alles nett, sondern du hast viele Krisen erlebt. Was hat dir denn geholfen, diese persönlichen, aber unternehmerischen Krisen zu gestalten, zu überwinden, zu durchschreiten? Viele Dinge, denke ich. Also tatsächlich schon der Austausch, natürlich auch mit einem Coach oder mit einem Kumpel, aber auch mit anderen Gründern. Ne? Also ähnlich dieses Korsett zu Beginn. Damals hatte man ja quasi andauernd oder auf Tagesbasis dieses Feedback und auch ja, diese Umgebung mit dem Auszug oder Einzug in das neue Büro quasi, war das Gründerteam dann eher etwas weniger stark von diesem permanenten Feedback umgeben, sage ich mal so. Aber das war dann die Aufgabe oder das hat mir dann eben auch geholfen, immer wieder dieses Feedback dann aber zu suchen, ja, von den verschiedenen Peers, Gründern, Coaches, Investoren, Beiräten. Das war sehr wertvoll. Allerdings auch schon, denke ich, einfach die persönliche Entwicklung mit den Herausforderungen im Unternehmen dann auch umzugehen. Also gerade in herausfordernden Phasen, es läuft operativ gerade schlecht oder Finanzierbarkeit ist schlecht oder im Team gibt es auch noch Knatsch. Kommt ja oft dann irgendwie auch zusammen. Es zerrt natürlich dann an Nerven, vor allem dann, wenn es über mehrere Wochen oder Monate auch mal anhält, so ein Zustand. Ja. Und da ist es, denke ich, wichtig schon auch zu lernen, für mich sehr wichtig, dort dann mich so raus zu manövrieren quasi, indem man einfach für ein gesundes Grundmindset hat. Das funktioniert mit diesen klassischen Startup-Ansätzen ganz gut, sich die Vision anzuschauen oder zu schauen, was möchte ich eigentlich, eine Bucketlist zu schreiben, sich solche Sachen zu Augen zu führen, was motiviert mich eigentlich. Das ist, denke ich, schon der zweite wichtige Punkt neben dem Feedback jetzt von Peers und Mentoren oder Investoren. Und der dritte Punkt ist, denke ich, trotzdem auch nochmal so eine Art grundsätzliche Fitness von Geist und Gesundheit. Die gerade klar, wenn es stressig wird, ich oft typischerweise weniger arg befolge, zum Beispiel den Sport oder die Meditation, das Gehen in die Natur, für sein eigenes Wohl zu sorgen, dass das immer quasi einen wichtigen Stellenwert und besonders in stressigen Phasen in der Finanzierungsrunde oder wenn irgendwas anderes gerade spannend ist. Ich habe dich ja in den Coachings und Beratungen, die wir auch durchgeführt haben, als jemand erlebt, der genau das Gegenteil ist von beratungsresistent. Es gibt ja so Menschen, die sagen, ich weiß schon alles, kann alles, brauche nichts. Bei dir habe ich erlebt, dass du sehr offen warst, auch zielfokussiert, veränderungsbereit. Und dann habe ich auch mitbekommen, dass du ja auch viele Berater um dich herum gesammelt hast. Du hast einen für die Finanzierung, einen im Recht, dann hattest du einen, mit dem du dich beraten hast, einen Kontakt auch zu Investoren gehalten hast. Also, was würdest du so einem Gründer denn empfehlen? Welches Team von Experten sollte er sich umgeben, um dann tatsächlich auch zeitnah die richtigen Informationen und Methoden zur richtigen Zeit zu bekommen? Ja, dadurch, dass sich das ändert sich. Ich glaube, es ist wichtig, so ein gewisses Team zu haben um sich herum, eine gewisse Gruppe, die schon auch gepflegt werden muss und sich auch im Laufe der Phasen ändern. Also vielleicht der eine Finanzierungsberater ist super, wenn es darum geht, seine nächsten Kumpels noch mit anzusprechen oder das Pitch-Deck zu bauen für die erste Finanzierungsrunde, hat aber jetzt weniger Erfahrung, baue ich eine Finanzierungsstruktur von einer größeren Runde in dem Fachbereich zum Beispiel. Ja. Ich glaube, für mich ist es schwierig, ad hoc zu beantworten. Ich glaube, das hat sich sehr oft gewechselt, wenn ich so nachdenke. So eine Art beständige Größe, der auch jetzt der Persönlichkeits- und der unternehmerischen und Entwicklung gut tut, ist, denke ich, so einer der langfristigen Säulen. Fachexperten ändern sich eben ein bisschen im Laufe der Zeit, je nach konkreten Herangehensweisen oder Herausforderungen konkret.
Und der Rest hängt, glaube ich, dann wirklich nochmal vom Produkt und der Marke und das Unternehmen selbst ab. Wenn Finanzierung mit Investoren eine große Rolle spielt, da 1, 2, 3 zu haben, die dort Feedback geben, hilft natürlich total. Vielleicht hat einer Erfahrung im Design, im Aufbau von einem Deck, einer hat das große Netzwerk, einer gibt dann ja den Tipps, so und so ist die Methodik vielleicht doch nochmal am besten. Und ja, solche administrativen Essentials, klar, wie der Steuerberater oder der Rechtsanwalt, dann wieder Fachbereiche der Rechtsanwälte, die später noch dazukommen. Irgendwie ist es doch schon ein recht großes Netzwerk, so ein Facettenreich, mit vielleicht 3 oder 4 beständigen Größen und nochmal so ein Schwarm drumherum an so ein Dutzend anderer Berater und Feedbackgeber, die dann eben nicht mehr so oft gefragt werden müssen, aber immer mal wieder eben, wenn es ins Detail geht. Klingt ja schon mindestens nach einem Dutzend, wenn nicht sogar mehr, ja? Das würde ich schon sagen, ja. Was waren denn, wenn du jetzt so zurückguckst auf deine Zeit als Gründer, Startup-Unternehmer, deine größten Erfolge oder dein größter Erfolg, wo du sagst, das hat dir wirklich nochmal auch einen Schub nach vorne gegeben und da warst du auch in gewisser Art und Weise auch stolz drauf? Viele Punkte, denke ich. Ich glaube, was mit das Coolste ist, wenn es einfach funktioniert, so hey, wir haben das 1000. Bad umgebaut. Ja. Nachdem man Anfang gemacht hat, hey, ich weiß vielleicht irgendwas, ein Kunde braucht mein Produkt, ich kann jetzt auch die ersten 3, 4 irgendwie abwickeln. Man merkt, cool, das flutscht. Das ist schon wirklich ein tolles Gefühl auch fürs ganze Team und man kann sich dafür feiern. Das heißt, man hat es geschafft, quasi eine Idee ins Leben zu rufen. Ja. Das finde ich schon toll. In Kombination aber tatsächlich auch mit dem Team, ja, größten Erfolge. Also hatten wir gerade, glaube ich, den Punkt schon mal angesprochen. Auch das Team, wo wir jetzt einfach aufgebaut haben, Management-Team, das wertemäßig so zueinander steht und nach vorne geht. Nur damit kann man quasi dann die nächste Wachstumsstufe auch schaffen, das 10.000. Bad anzugehen, sonst würden wir das nicht hinkriegen, denke ich. Das sind, denke ich, die motivierendsten Punkte. Klar, eine Finanzierungsrunde freut mich persönlich dann oder denke ich die meisten dann auch, hauptsächlich, weil man weiß, cool, jetzt haben wir diese Möglichkeit, jetzt so richtig Gas zu geben und wir haben einen tollen Partner mit an Bord gewonnen, haben vielleicht auch jetzt mal Sicherheit oder Planungssicherheit, um diese und jene Pläne jetzt umzusetzen. Aber ich glaube, das kommt eher so an der nachgelagerten Stelle. Also ich denke wirklich, Produkt funktioniert, Team funktioniert und damit schafft man dann die anderen Herausforderungen auch. Das bringt die nachhaltigste Motivation. Jetzt habe ich ja in der Zeit auch häufiger mitbekommen, dass du dann schon eine 40-Stunden-Woche hattest, in der du gearbeitet hast, die am Mittwoch vorbei war und dann kam noch eine zweite 40-Stunden-Woche dazu. Was waren da so Spitzenzeiten an Arbeitszeiten in der Aufbauphase pro Woche, die du erlebt hast? Also wahrscheinlich schon bis zum 2,5-fachen davon, also 100-Stunden-Wochen, denke ich, waren schon keine Seltenheit. Ja, also man fängt ja dann irgendwann an, so seine Netto-Produktivzeit genau zu messen. Ich fahre zum Beispiel mal von Köpenick zur Arbeit und habe noch eine halbe Stunde. Das heißt insgesamt eine Stunde Netto-Produktiv nochmal in der Bahn. Ja. Unter Umständen, bis der Laptop aufgeklappt ist, vielleicht ein paar Minuten weniger. Aber man macht vielleicht dann Mails und solche Themen. Es ist aber klar, auch jetzt nicht über 5 Jahre konstantes Ziel, denke ich, das aufrechtzuerhalten. Aber auf der anderen Seite auch nicht vermeidbar, immer wieder auch längere Phasen doch sich relativ stark reinzuknien. Einfach weil man merkt, man kann trotzdem auch noch was mit der letzten Stunde des Tages bewirken, auch wenn die Kraft dann vielleicht nicht mehr so groß ist. Gibt es ja viele, sag mal, in deinem Jahrgang, die dann in der Lebensphase eher Party machen und die Welt bereisen, Urlaub machen, sich bedienen lassen, Computerspiele spielen, Netflix gucken und du hast ja recht viel Zeit in deinen Unternehmungen auch in dich selbst entwickelt. Würdest du sagen, das hat sich gelohnt und wenn ja, warum? Ja, doch, absolut. Ich habe das immer aus freien Stücken und der Interesse gemacht. Oder klar auch aus Verantwortungsbewusstsein in Phasen zu einem Team, zu einem Markt, zu der Sache. Aber im Endeffekt ist es schon, dass ich das Hobby zum Beruf gemacht habe. Das heißt, man würde ja auch langweilig werden, wenn man das irgendwie das nicht hätte. Ne? Also. Könntest du dir mal vorstellen, so einen 9-to-5-Job zu machen? 35 Stunden Teilzeit oder? Schwierig, ehrlicherweise, aber klar, mal eine Phase zu haben im Leben, wo man auch mal ruhiger macht oder vielleicht sogar mal kurzfristig nichts macht, kann auch mal spannend sein, ja, aber ich denke, dann wäre man schon relativ schnell kirre, weil man im Alltag so viele Sachen merkt, die man auch irgendwie angehen kann und möchte. Jetzt hast du es ja auch geschafft, trotz der teilweise bis zu 100 Stunden Arbeitszeit in der Woche, trotzdem noch eine Beziehung parallel zu führen. Was ist denn da dein Geheimnis? Oder welche Tipps, die du mitgeben würde. Ich glaube, darüber können wir noch mal genauso lange sprechen, wie über das Unternehmen. Machen wir dann Teil 2 eines Tages. Genau. Aber klar, ich denke, das gilt, wie man für sich selber die Achtsamkeit hat, gilt es natürlich dann eben auch für den Ehepartner oder für
sein persönliches Umfeld, dass das einfach nie komplett auf null gefahren werden darf langfristig, um nicht zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen. Und natürlich auch das verstehen muss und diese Situation auch mittragen muss und damit einverstanden sein muss. Das heißt, du hast ja schon ein privates Netzwerk gehabt. Du hast, wie ich sehe, jetzt auch kein Übergewicht. Du bist auch sportlich fit und gleichzeitig eine Firma aufgebaut und auch Freunde. Was ist denn da so dein Tipp, das alles unter einem Hut zu bekommen im Rahmen jetzt des Selbstmanagements? Neue Motivatoren, also gerade sowas wie Sport oder neue Themen, die man lernen will in diesem Bereich, sind natürlich schon einfacher in der Gruppe oder wenn man zum Beispiel das Coaching-Programm oder die App hat. Solche Sachen habe ich viel ausprobiert, die dann eben auch neue Impulse, neue Ideen, neue Sportarten oder neue Themen quasi mit sich bringen. Jetzt hast du dich ja sehr intensiv mit dir selbst und auch deiner Persönlichkeit auseinandergesetzt. Haben die dann oder welche Hilfe haben dir auch Persönlichkeitstests an sich geboten? Welche Erfahrungswerte hast du damit gemacht? Würdest du es empfehlen oder ist das eher überflüssig und trifft nicht zu? Wie waren da so deine Erfahrungen? Also ich persönlich bin Freund davon. Ich glaube, ich habe bestimmt schon 3 oder 4 Persönlichkeitstests gemacht. So. Mit allerersten, wahrscheinlich sogar zu Schulzeiten, dann während der Berufsauswahl und dann während der Gründung nochmal 2, 3. Die meistens irgendwie verwandt sind, so von der Technik, Mechanik gibt es ein paar renommierte, die dann eben auch sehr valide Daten liefern können. Aber natürlich klar, auch irgendwo im Rahmen dieser Tests, eher als mal die Tests sind, die leben natürlich so ein bisschen von der Interpretation, wie man damit umgeht. Ja. Aber uns hat das schon sehr viel geholfen, dass wir einfach einen strukturierten Plan hatten, wie können wir uns kennenlernen, die Zusammenarbeit kennenlernen, unsere Bedürfnisse oder auch unser Stressverhalten kennenzulernen. Wie gehen wir damit um? Wo wollen wir uns vielleicht verbessern oder wo sind wir auch schon zufrieden? Damit einfach nur ein Guideline zu haben, das hat schon viel geholfen. Neben dem Spiegel, das ist eigentlich ein Testergebnis. Mindestens die halbe Miete, denke ich, wie beschäftige ich mich überhaupt damit? Ja. Wir haben ja den Birkmann-Test, wenn ich mich recht erinnere, auch gemacht, nachdem ja auch die Astronauten ausgesucht werden bei der NASA und viele Konzernspitzen besetzt werden. Wie ist denn deine Erfahrung mit so einem Test? Ist das so, dass man einmal macht und dann das wahrnimmt, zur Kenntnis nimmt, beiseite legt? Oder bist du jemand, der dann regelmäßig auch sich mit sich selbst und dem anderen auseinandersetzt? Oder nutzt du das auch für deine Teamgestaltung, was ja auch Möglichkeiten bietet? Ich glaube, sowohl als auch tatsächlich. Ja. Also wir hatten das, glaube ich, genau gemacht, wenn sowas besonders spannend war. Hey, wir bauen das Team jetzt neu auf oder um oder wollen neue Leute einstellen. Dann haben wir das genutzt. Wir haben es auch in neuen Management-Konstellationen genutzt untereinander. Wie wollen wir da zusammenarbeiten? Wer ist vielleicht auch wo stark und hat wo welche Eigenschaft und kann die dann quasi selber auch nochmal genauer für sich aktualisieren oder auf den aktuellen Stand bringen? Und sich mitteilen der Gruppe gegenüber, was sind seine Wünsche und was möchte er machen. Ich selbst habe es immer wieder auch für mich benutzt, also sowohl den Birkmann-Test, klar nicht einmal gemacht, in die Schublade gesteckt, sondern immer mal wieder drauf geschaut, mal Phasen regelmäßig, dann auch mal eine längere Zeit nicht, aber trotzdem dann mal wieder ein Jahr später vielleicht nochmal drauf geschaut, ob sich da was geändert hat oder was kann man jetzt nochmal rausziehen in der jetzigen Rolle. Ja, wir werden hier unter dem Video auch einen Link dazu reinsetzen, zu dem Birkmann-Test, weil wir das auch unseren Gründern auch empfehlen und ich selbst auch immer wieder neu mache, weil die Persönlichkeit ist ja genauso wie ein Unternehmen auch eher ein fließender Prozess. Es gibt ja Veränderungen, dann gibt es bestimmte Entwicklungen, die man mal abhauen muss, dann kommt wieder ein neuer Ast, neue Früchte, das ist fließend. Wie sieht es denn bei dir aus mit deiner persönlichen Vision? Ist deine Vision jetzt in dem Unternehmen zu bleiben, die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte und dann mit 80 einen Nachfolger zu bestimmen oder siehst du dich eher auf dem anderen Weg, was viele Startup-Gründer ja motiviert, einen Exit anzustreben mit großen Gewinnen und dann die Welt zu bereisen oder was Neues aufzubauen? Was so ist deine Vision? Wo soll es noch hingehen? Ich denke, das ist so ein Mittelding zwischen den zwei Szenarien, die du jetzt genannt hast. Also wir haben schon ein Exit-Interesse im Gesellschafterkreis, hatten das auch im Gründerteam quasi schon zu Zeiten, als wir uns für den VC-Path entschieden hatten, wenn man so will. Auf der anderen Seite konnten wir oder insbesondere ich mich eben sehr tief mit diesem Thema identifizieren, da es eben aus dem eigenen Use Case gegründet wurde. Ich bin selber seit 12 Jahren pflegender Angehöriger und habe deswegen einfach ein hohes Commitment zu dem Thema selbst. Ja. Deswegen bin ich da jetzt schon langfristig motiviert und habe vor allem den Antrieb, das Thema wirklich groß zu machen und allen Betroffenen da draußen dann wirklich auch eine gute Lösung zu bieten. Das ist das nachhaltig Motivierendste.
denke ich. Was aber auch irgendwie wichtig ist, um die, genau diese Phasen, wo es dann vielleicht auch mal schwierig ist mit Funding oder sonstigen Themen, operativen Themen, daran zu denken, sich daran dann wieder zu motivieren. Und auf der anderen Seite denke ich auch nicht, ich muss das nicht mehr machen, wenn ich 80 bin. Ja, denke, das Geschäftsmodell eignet sich grundsätzlich eben auch dafür, das sehr schnell groß zu machen, um eben den Menschen da draußen auch das zu bieten, was sie verdienen, wirklich im wahrsten Sinne. Ja. Und habe aber persönlich dann bestimmt auch nochmal vor, irgendwann in meinem Leben nochmal das ein oder andere Startup nochmal zu gründen oder vielleicht auch ein soziales Projekt zu gründen oder eine Stiftung, also was mir mich persönlich auch einfach vielleicht perspektivisch in einer anderen Lebensphase in 10 Jahren nochmal was ganz anderes interessiert, was da noch so kommen mag. Jetzt hast du ja viele Erfahrungen gesammelt mit Geschäftsideen, die geklappt haben, teilweise auch die nicht geklappt haben. Du hast viele Methoden kennengelernt, wie man herausfindet, was klappen könnte und was man lieber lassen sollte. Wo siehst du denn für unsere Zuhörer und Zuschauer in der Möglichkeit noch neue Geschäftsideen, wo du sagst, da macht es Sinn oder Branchen, da macht es Sinn, sich Gedanken zu machen, Lösungen zu entwickeln, wo du vielleicht selbst jetzt auch nicht die Zeit hast oder haben willst in der Zukunft. Wo würdest du Neugründern empfehlen, auf die Suche zu gehen? Wo sind die großen Potenziale in der Zukunft? Würde ich lieber methodisch antworten, und zwar 3 Möglichkeiten, wie ich Ideen hatte. Das eine ist tatsächlich Inspiration. Ich war kurz nach dem Uni-Abschluss in New York eine Woche und habe einfach so viele gesehen, Sachen, die es einfach hier teilweise jetzt noch nicht gibt, weil der Markt anders ist oder weiter ist. Sich Inspiration dann wirklich in einer anderen Umgebung zu suchen. Das ist schon ja, wirklich, wirklich wahnsinnig begeisternd. Und da kommen die Ideen dann meistens automatisch. Letztens war ich jetzt in Dubai zum Beispiel auf der Expo oder sieht einfach in einem anderen Kontext quasi einfach Themen, die es vielleicht hier an dem Markt nicht so gibt. Wie wir auch Geschäftsmodelle gefunden oder getestet hatten, war dann wirklich eher, sag ich mal, rational, sich zu schauen, hey, welche Modelle funktionieren oder welche Lead-Kanäle gibt es und wie kann man die bedienen? Wenn es das eine nicht ist, kann ich da irgendwas am Produkt tweaken und auf einmal funktioniert es oder gibt es noch nicht? Also eher, sag ich mal, so eine Art Matrix sich zu bauen und dann durchzutesten und rational auf die Suche zu gehen, also wissenschaftlich oder wirtschaftlich. Die dritte Variante ist natürlich auch sehr naheliegend, denke ich, aus diesem Use Case heraus oder aus dem persönlichen Interessenskreis. So, denke ich, sind dann auch unsere Gründungen schon entstanden. Themen, die uns persönlich berührt haben, belastet haben oder gefreut haben, die wir entweder lösen wollen oder uns einfach den ganzen Tag nur noch damit beschäftigen wollen. Und dort auch aus ein Produkt gemacht haben. Ja. Also. Das bringt natürlich den Vorteil mit sich, dass man den ganzen Tag irgendwas macht, was einem wichtig ist. Ja, also persönliches Engagement oder Involvierung, dann der wissenschaftlich-wirtschaftliche, analytische Weg oder Inspiration einfach auch aus anderen Kulturen, ja, aus anderen Regionen. Super, vielen Dank. Jetzt ist es ja so, dass wir unserem Kanal auch nicht nur den Nutzen bieten, dass du deine Informationen teilst, sondern du bist ja selbst noch aktiv als Unternehmer tätig. Du bist auch auf der Suche noch nach Kooperationspartnern oder Schlüsselpersonen, Schlüsselpartnern. Wer kann sich denn bei dir oder wer kann sich denn auch an dich wenden? Also was suchst du konkret oder bist du auch bereit, dass Menschen sich an dich wenden können, die jetzt vielleicht ein Startup gründen wollen? Das übergebe ich mal ganz offen jetzt so an dich, was du da sehr gerne. Dann retrograd antwortet. Natürlich dürfen sich Interessenten jederzeit an uns und persönlich auch an mich wenden. Das passiert in der Regel auch ab und zu mal. Ich genieße da sehr den Austausch und denke, das ist immer beidseitig befruchtend, egal wie der Erfahrungsschatz von den Austauschpartnern dort ist. Ne? Das zum Ersten. Zum Zweiten, wir sind im Endeffekt ein Partner-Hub, eine Plattformökonomie. Das heißt, wir suchen permanent Partner aus dem Bereich Handwerk, aus dem Bereich Pflege, Pflegedienste, Sanitätshäuser, Pflegeberater oder aus dem Bereich Immobilien, also Hausverwalter, Immobilienbestandshalter. Super, dann können die sich wenden. Die werden dann unter dem Video auch entsprechenden oder dem Audio auch entsprechende Links dann setzen und die Kontaktdaten, die du freigibst natürlich. Wobei deine Firma ist ja zu finden übers Internet, Seniovo, und wirst dann im anderen Film noch ein bisschen was dazu sagen. Jetzt habe ich eine letzte Frage noch zum Thema der Selbstorganisation, also Ziele, Projektmanagement, Aufgabenmanagement, Zeitmanagement.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist das, gerade wenn du ganz neu startest und jetzt auch dann ein wachsendes Team führst? Sehr wichtig. Ja. Und wo würdest du da die Tipps geben, wenn jemand sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich möchte mich vorbereiten, wenn du erstmal auf dem hohen Meer bist und du hast dein Schiff, du hast die Mannschaft, dann hast du ja immer weniger Zeit, dich selbst weiterzuentwickeln. Also wo könnte jemand, der jetzt neu startet, sich da zielführend jetzt schon vorbereiten, dass wenn er auf hoher See ist, dann schon so ein gewisses Handwerkszeug hat? Natürlich auch, klar, im Coaching, in der Beratung, aber auch von anderen Gründern oder durch Learning-Plattformen, sowohl als auch. Ja. Ich denke, wie du sagtest, ja, es bleibt immer noch Zeit für die Selbstentwicklung, für die Learnings. Inzwischen ist aber schon so, dass wir für viele Spezialthemen auch Berater oder Agenturen mit eingeschaltet haben und auch noch einschalten. Als auch ich persönlich sehr viel daraus ziehe, ja, aus den Erfahrungen von Beratern oder von anderen Gründern. Jetzt hast du vielleicht noch eine abschließende Frage auch zur Finanzierung. Das ist ja auch ein häufiges Thema, wo wir auch Kundenanfragen kommen. Wir haben also junge Gründer, Unternehmer, Startups, die sagen, ich habe eine tolle Idee. Das Produkt ist vielleicht noch gar nicht fertig oder muss noch zu Ende entwickelt werden. Und da gibt es ja nicht nur den Weg über Investoren oder VCs, sondern es gibt da dann auch die Möglichkeiten auch über staatliche Fördermittel. Wie sind denn da eure Erfahrungen? Würdest du das empfehlen? Habt ihr das gemacht? Hat es gut geklappt? Würdest du es normal machen? Was sind da deine? Ja, also Fördermittel bestimmt jederzeit ist es lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Es gibt ja so einige, die dann auch gar nicht so schwierig zu bekommen sind, gerade wenn man in einer innovativen oder speziellen Branche ist, wo es jetzt spezielle Player oder den Staat gibt, der die Sachen fördern möchte. Ja. Ist es, denke ich, ein guter Start oder ein gutes Zubrot? Kann beides wirklich sein, gerade auch für entwicklungsstarke Startups, die eine Menge an Produktentwicklung machen, gibt es oft Förderprogramme, die teilweise auch ohne jetzt externes Geld oder Investoren beantragt werden können. Wir selbst haben das auch genutzt, also einerseits für Beratung, Coachingsprodukte, für umsetzungsorientierte Projekte, auch im Bereich Investitionen. Da gibt es ja auch Zuschüsse quasi, mit denen man besonders jetzt eben Business Angels auch motivieren kann, indem es da eben noch ein Fördermittel dazu gibt. Es gibt auch Beteiligungen eben zu großen Finanzierungsrunden staatlicher Seite, die man in Anspruch nehmen kann, die wir auch zum Teil in Anspruch genommen haben. Wir haben, glaube ich, jetzt es gibt da so die ganz, ganz klassischen Förderprogramme für Produktentwicklung in dem Sinne, das haben wir als einziges eigentlich nicht gemacht. Die meisten anderen Themen haben wir versucht, uns mit mal zu beschäftigen und mit einzubauen. Also weitere Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Nicht alle kennen das, nicht alle können das auch nutzen, weil es teilweise auf Innovation auch eingegrenzt ist, aber es gibt eine vierstellige Anzahl von Förderprogrammen, die man nutzen kann. Absolut, sich damit zu beschäftigen oder jemand zu fragen, der davon Ahnung hat, das hilft natürlich total. Ja. Dann kommen wir auch langsam in die Zielgerade. Und unser Motto oder unsere Werte bei dem Kanal So geht Selbstständigkeit sind vor allen Dingen auch Ermutigung und Ausrüstung. Und da habe ich noch eine kleine Bitte an dich, weil wir jetzt gerade ja noch in den Endphasen sozusagen der Corona-Krise leben, weil potenzielle Kriegsgefahr in Osteuropa der Fall ist. Dann sagen viele, ja, die Märkte sind eigentlich aufgeteilt oder der Einzelhandel stirbt. Wenn jetzt der Gründer oder Zuhörer jetzt zuhört und denkt, macht es sich überhaupt noch Sinn, sich selbstständig zu machen? Gibt es überhaupt noch Chancen, Potenziale oder ist schon alles vergeben? Was würdest du so sagen aus deiner Perspektive, aus deiner Erfahrung, aus dem praktischen Alltag? Also die Chancen sind und die Möglichkeiten größer denn je. Das ist, denke ich, also für mich persönlich klar, aber auch relativ schnell recherchierbar. Man müsste sich nur mal anschauen, zum Beispiel das Kapital, das investiert wird in neue oder innovative Firmen. Das wächst quasi jährlich. Ich denke auch jeder normale Stadtbewohner merkt eben allein, was den medialen Outreach von allen, von der ganzen Startup-Ökonomie betrifft, was einfach passiert und welche Möglichkeiten noch sind und wie viele neue, innovative und neue Ideen es auch immer wieder gibt. Und im Endeffekt auch hier wieder, man muss nochmal nach
Amerika schauen oder schauen, wer sind heute die wertvollsten Unternehmen der Welt. Sind nicht mehr irgendwie VW oder Siemens, sondern sind halt die innovativen und digitalen und nachhaltigen Unternehmen, die ja auch lange nicht die Historie haben jetzt von den großen Konzernen. Deswegen denke ich, in Deutschland und Europa ist dieser Weg die nächsten Jahre klar, dass es immer mehr in diese Richtung gehen wird. Super. Ja, gibt es noch ein letztes Wort, noch deine persönliche Mission vielleicht, die du hast, die du mitteilen möchtest zur Ermutigung oder was dich selbst so ermutigt als Leitsatz für unsere Zuschauer, Zuhörer? Letztes Wort, ich würde es einfach wieder machen und empfehle es einfach genauso zu tun. Wenn man für was brennt, einfach machen. Super, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du heute da warst, uns an deinem Erfahrungsschatz und Erlebnissen hast teilhaben lassen. Wir werden noch ein kleines weiteres Video machen, was wir allen unseren Gründern oder Coaches oder Klienten auch anbieten, womit du deine eigene Firma, dein eigenes Vorhaben noch ein bisschen genauer vorstellst, was ihr genau macht, dass dann auch unsere Zuhörer, Zuschauer wissen, welchen Nutzen ihr bietet, denn jeder hat Eltern und wahrscheinlich Großeltern, die irgendwann mal nicht genau vor der Wahl stehen, die Wohnung, das Haus verlassen zu müssen, weil einfach die Sanitäreinrichtungen nicht altersgerecht sind. Und da bietet ihr Lösung. Da werden wir ein separates Video jetzt gleich noch machen. An dieser Stelle sind wir ansonsten am Ende gekommen mit unserem heutigen Thema. Mit John, mit Jonathan Kohl, der uns aus seinem Alltag heute berichtet hat mit der Firma Seniovo. Und ich wünsche nun, dass auch du deinen Nutzen daraus ziehst, vielleicht die Entscheidung triffst, die dran ist, um dein Projekt umzusetzen. Und ich lade dich gerne ein, wenn dir das Video, das Audio gefallen hat, zu liken, uns weiterzuempfehlen, den Kanal zu abonnieren und beim YouTube ganz wichtig die Glocke auch zu drücken, sodass du informiert wirst, wenn es neue Videos gibt. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, John, dass du heute hier warst. Danke, Daniel.